Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück bei FIFA 20. Die Karriere von Krian von Noob geht weiter. Vorher müssen wir schauen, es gibt hier mögliche Nationaltrainerposten. China und Finnland wären wohl interessiert. Und es gibt einen Scout-Bericht für diesen Monat. Wen haben wir denn? Uwe Meier, den haben wir verloren, das stört mich nicht. Eike Wolf hat Potenzial, ist aber halt ein Torwart, da kann ich nicht viel machen, da habe ich bessere. Ich werde ihn wohl verpflichten und dann verkaufen, um ein bisschen Geld zu machen. Sascha Möller, der ist nicht so besonders gut. Julian Siegmund, ja, können wir mal schauen, wird verliehen, kein Problem. Dennis Schmitz, noch ein Torwart, der mittelmäßig ist, den würde ich auch einfach verkaufen. Um ein bisschen Geld zu machen mit meinen Jugendspielern. Aber ansonsten, den kenne ich ja erst seit einem Monat. Aber er hat relativ mögliches Potenzial. Ich hole ihn mir mal rein. Auf Nummer sicher gehen. Wir müssen mal gucken. Solange sie in meiner Jugendabteilung sind, können sie mir nicht weggekauft werden. Von daher passt das ganz gut. Als nächstes geht es nach Köln. Wir sehen, Leverkusen hat nicht gewonnen. Das heißt, ich bin aktuell Dritter. 8 Punkte Rückstand auf Dortmund, die wieder um 3 Punkte hinter Bayern sind. Und ich habe meinen Vorsprung. 1 Punkt auf Leverkusen. Ist in Ordnung. Jetzt kommt die Zusammenfassung des Spiels. 1. FC Köln gegen Mainz 05. Und viel Spaß dabei. Zum dritten Mal in der Saison treffen Köln und Mainz aufeinander. Allerdings zum ersten Mal in Köln. Mainz hat sowohl das Liga- als auch Pokalspiel gegen Köln zu Hause gewinnen können und möchte natürlich den Aufwärtstrend auch heute hier in der Domstadt fortsetzen. Wir werfen natürlich einen Blick auf die Aufstellungen. Die Kölner mit Horn im Tor, davor die Viererkette Bravo, Zichos, Bornau und Itzibue, Skiri und Verstrate auf der Doppel 6, Schaub und Cozzello soll die Doppelspitze Modesto und Lavezzi unterstützen. Auf der Bank Kessler, der Torwart, dann Schmitz, Drexler, Cordoba, Mehre, Schindler und Terodde. Die Mainzer mit Müller im Tor, ebenfalls einer Viererkette, Omartin, Jakate, Bell und Prosinski. Im Vierer-Mittelfeld Traoré, Lazzali, Öztunali, im Sturm Onisivo und Mateta. Auf der Bank Dongwonji, Quaison, Fernandes, Malong, Boetius, Songjust und Pierre Gabriel. Und bereits nach wenigen Minuten eine Chance, Ecke für Köln. Wird weg vom Tor getreten. Da wird das rausgeköpft, abgeblockt. Aber Köln setzt nochmal nach. Verstrate, Bornau, legt ab. Schön hochgelegt, Lavezzi aus der Drehung. Er war nicht schlecht, schön den Ball hochgelegt und dann Volley abgezogen. Der Ball dreht sich noch nach innen, aber hat zu lang gebraucht. Müller wäre auch im Eck gewesen. Erste Chance für die Kölner. Dann nach einer Viertelstunde Ecke für Mainz. Und das war sowas wie eine Chance. Mateta deutlich vorbei, aber immerhin nach etwas mehr als 15 Minuten eine kleines Zeichen, wir sind auch da. Dann allerdings weiter die Kölner am Drücker. 20 Minuten gespielt. Skiri. Schaub. Ja, setzt sich da durch, legt ab auf Skiri. Skiri mit der Führung für Köln. Zu diesem Zeitpunkt verdient Köln mehr im Ballbesitz, haben mehr vom Spiel und sind auch effektiver im Offensivspiel. Auch wenn hier erst der zweite echte Schuss zustande kommt. Trotzdem eine verdiente Führung für die Kölner, die sich das hier schön rausspielen. Mainz zu passiv im Zweikampfverhalten, dann ist Skiri durch. Kein Problem für ihn, aus gut 11 Metern den Ball an Müller vorbei ins Netz zu bringen. Hier sehen wir jetzt nochmal keine Chance für Müller. Da waren die Abwehrspieler nicht auf dem Posten. Kurz darauf, halbe Stunde gespielt, Freistoß, Köln, Lavezzi. Der kommt gut, aber da ist Niakati und dann nochmal Lavezzi. Schöner Freistoß des Kölners. Weiter die Möglichkeit und Müller klärt zur Ecke. Wir schauen uns erst einmal diesen Schuss hier an, den Müller parieren konnte. Schön, direkte Abnahme. Müller klärt zur Ecke und dann einen kurzen Blick auf diesen Freistoß. Da ist dann Niakate auf der Linie und der wäre wichtig gewesen, sonst hätte es hier 2:0 gestanden. Die anschließende Ecke. Von links abgefangen. Dann Öztunali legt den Turbo ein. Der in den letzten Spielen auf sie aufmerksam gemacht hat. Die Mainzer sofort darf. 5 gegen 5 auf Traoré. Traoré hält den Ball. Legt zurück, da ist Onisivo. Und statt 2:0 für Köln steht es jetzt 1:1. Schmeichelhaft das 1:1 für Mainz, die offensiv nicht wirklich in Erscheinung getreten sind. Allerdings sind sie hier eiskalt.
und haben hinten das Glück, dass Niakate den Ball von der Linie kratzt und vorne das Glück, dass der Ball perfekt serviert wird für Onisivo, der ebenfalls einen Lauf hat und in den letzten Wochen immer seine Tore macht. Und das stellt auch heute wieder unter Beweis, dadurch schon die Ausstellung verdient und bezahlt gemacht. Dann die Mainzer haben Blut geleckt. Kurz darauf wieder die Mainzer. Traoré, Lee, schöner Diagonalball in den Lauf von Leven Öztunali. Öztunali, Lequer, Mateta, klasse Parade Horn und da ist Onisivo. Wo geht der denn hin? Da hätte Mainz das Spiel innerhalb von 2-3 Minuten drehen müssen. Sensationelle Tat von Horn und dann Onisivo mit der Volleyabnahme in den Himmel. Doch kurz vor der Pause noch einmal die Mainzer. Wieder Lee, Mateta, schön durchgesteckt auf Karim Onisivo. Der im Duell legt dann links raus auf Traoré. Hat das 1-1 vorbereitet. Traoré pariert der Schuss von Horn. Klasse Parade hier von Timo Horn. Hier sehen wir es nochmal. Schön nach innen gezogen, dann den Abschluss mit rechts. Strammes Ding. Und die anschließende Ecke. Zum Tor hingezogen. Ja, wird rausgeköpft. Doch Mainz jetzt nochmal nach. Über Lee. Stefan Bell. Links raus. Latza. Direkte Flanke in die Mitte. Wird rausgeköpft. Doch Mainz jetzt nach. Dann versuchen die Kölner den Ball mal zu klären. Über Modest. Anthony Modest. Verliert das Ding gegen Latza, der sofort umschaltet. Lee, schnell auf Mateta, der steckt durch. Da ist Karim Onisivo vor der Pause auf links gelegt. Horn ist dran, Unterkante der Latte. 2-1 Mainz, das Spiel gedreht. Insgesamt sogar jetzt verdient die Mainzer gerade nach dem 1-1. Mehr am Drücker, Köln gar nicht mehr aus der eigenen Hälfte rauskommen lassen. Und hier schön rausgespielt, klasse Ball in den Lauf. Horn legt sich das Leder auf, Onisivo legt das Leder auf links. Horn kommt zwar noch dran, aber der Ball knallt an die Unterkante der Latte. Hier sehen wir es. Klasse Aktion von beiden. Pech für Horn, dass der Ball nicht reingeht. Damit ging es mit 2-1 in die Pause. Dann die Kölner direkt nach Wiederanpfiff. 50. Minute. Schönes direktes Spiel auf links. Auf der linken Mainzer Seite. Und dann guckt euch dieses Ding an. Der Ball passt ganz genau. Ein Traumtor zum 2-2 durch Larezzi. Keine Chance für Florian Müller. Das wird in der Wiederholung gleich nochmal richtig deutlich. Super rausgespielt. Und dann nimmt er einfach mal Maß aus gut 24, 25 Metern. Schaut sich das Eck an. Müller steht vielleicht ein bisschen zu weit an der Seite, aber der passt genau. Wunderbar ins lange Eck, der Schlenzer. Dann dauert es ein bisschen. Das Spiel verflacht. So interessant es in der ersten Hälfte war, so stark ist es abgeflacht. Doch dann kommen die nur Fünfer. Über Traoré. Traoré steckt durch für Lee. Der hat den Ball. Legt zurück. Abgeblockt nochmal Traoré. Und da ist Horn. Mit einer klasse Reflex rettet Horn hier den Ball zur Ecke. Das sehen wir hier stark. Schöner Volley-Schuss und super pariert. Noch etwa 20 Minuten zu spielen. Prosinski mit dem Fehlpass. Dann kommen die Kölner über Modest. Schaub, schnelles Spiel auf Lavezzi. Oh, harter Einsatz im Strafraum der Mainzer. Die Kölner Fans fordern Elfmeter. Die Mainzer kontern mit Latza. Super Ball auf Jean-Paul Boetius. Eingewechselt worden für Traoré. Boetius mit dem Abschluss pariert. Quaisor köpft nochmal in die Mitte. Der Ball wird geklärt. Dann die Mainzer, 10 Minuten vor Schluss. Wieder ein schöner Diagonalball auf Jean-Paul Boetius, der das Tempo mitnimmt gegen Etziboué. Boetius lässt Etziboué aussteigen. Ball in die Mitte, da ist Kunde abgeblockt. Kunde, Quaisor Nummer 1, Quaisor Nummer 2. Das muss das 3-2 für 0-5 sein. Horn mit Glück und jetzt sind wir schon kurz vor den letzten Minuten dieser Partie. Mainz kriegt den Ball nicht raus. Köln setzt sofort wieder nach. Drexler. Modest. Da steckt durch. Da ist Lavezzi. Das 3-2. Ganz Köln rastet aus. Aber der Schiedsrichterassistent hat die Fahne offen. Lavezzi kann es nicht glauben. Die Fans haben es noch nicht realisiert. Direkt im Anschluss. 2 Minuten Nachspielzeit wurden gerade angezeigt. Die Mainzer. Latza. Links raus, Aaron Martin direkt wieder auf, natürlich Jean-Paul Boetius. Boetius geht zur Grundlinie, legt zurück, da ist Onisivo, Dreierpack. Hinten fast das 3-2 kassiert, dann vorne das 3-2 gemacht. Wie beim 1-1 kommen die 05er über die Grundlinie, legen zurück und Karim Onisivo hat seinen Lauf. Dritter Treffer am heutigen Tag, muss nur noch den Fuß hinhalten, ins lange Eck, keine Chance für Horn. Mainz gewinnt am Ende verdient mit 3-2 dank dreier Tore von Karim Onisivo und haben damit das bessere Ende für sich. Das war ein Fußballfest für die Fans des runden Leders.
Das späte Tor von Olisivo sichert Mainz 05 den Sieg und mir in einer dramatischen Partie die drei wichtigen Punkte. Wir bleiben damit auf jeden Fall Dritter, können den Vorsprung auf Leverkusen sogar auf 4 Punkte ausbauen, wenn sie ihre Partie verlieren sollten. Und es war ein hochverdienter Sieg. Die Chancen am Ende hat FIFA die Statistik von 2:11 Torschüsse gehabt. Also 11 Torschüsse für mich. Da gebe ich nicht ganz so viel drauf, weil Köln hatte den Freistoß zum Beispiel, der auf der Linie geklärt wurde von Niakate, glaube ich, war es. Man muss also vorsichtig sein. Aber insgesamt, klar, die besseren und die größere Anzahl an Chancen gehabt. Am Ende habe ich wieder gewonnen und damit jetzt eine kleine Serie gestartet. Ich glaube, 4 Siege am Stück. Köln, Düsseldorf, Paderborn und Wolfsburg, genau, 4 Siege am Stück. Als nächstes geht es gegen RB Leipzig. Das wird nicht leicht. Und danach kommen Union und Hoffenheim, bevor es dann hier zum Pokalspiel gegen die Bayern angeht. Bis dahin bedanke ich mich fürs Einschalten. Hoffentlich bis zum Spiel gegen RB Leipzig und ciao, Leute.